Am Sonntag haben wir dieses Bienenvolk am Firmensitz mit dem Video der Oxalsäure-Dihydratlösung behandelt. War sozusagen die Winterbehandlung. Und heute haben wir Dienstag. Am Sonntag habe ich behandelt. Das heißt, 2 Tage habe ich jetzt die Varroa-Schublade drin gelassen. Und nach 2 Tagen zeige ich euch mal das Ergebnis von einem sehr, sehr starken Bienenvolk. Es war brutfrei und wurde, wie gesagt, behandelt. Bedenkt, wenn ihr jetzt gleich das Milbentotenfall seht, dass wir mit der Behandlung, also die Wirkung der Oxalsäure, die hält bis zu 3 Wochen an. Und das, was ich euch jetzt zeige, ist der Totenfall von nur 2 Tagen. Ich habe die für das Video allerdings schon vorher durchgezählt, dass ich euch auch gleich sagen kann, wie viele Milben hier tatsächlich drauf sind. Ich denke, die meisten werden jetzt einen Schock kriegen, weil wenn man so drüber guckt, da ist jetzt eine, hier ist eine, nochmal zwei. Hier wird es dann schon mal richtig voll. Ratet mal, wie viele Marrohrmilben da jetzt runtergefallen sind. Da kriegt man einen Schock. Also ich löse es auf. Es sind genau 407 Varroamilben. Und wir sind erst bei Tag 2. Ich zeige euch diesen Bodenschieber hier nochmal nächste Woche. Wir merken uns mal die Zahl. 407 in 2 Tagen. Ich mache jetzt die Windel sauber. Und dann, ja, bleibt spannend, wie viele Milben hier bei diesem großen Bienenvolk dann nochmal runterpurzeln.